Einschwören auf das Spiel. Bisher hat das den Freiburgern durchaus Glück gebracht, zumindest vor heimischer Kulisse. Immerhin 6 Siege und damit die Hälfte aller Heimspiele ging der Aufsteiger als Sieger vom Platz. Und auch gegen Viktoria Köln geht der Gastgeber von Beginn an ein hohes Tempo. Schnelles Umschaltspiel der Freiburger über Sique, der hat Platz, gute Flanke. Auch wenn kein Freiburger in der Box den Pass verarbeitet, Freiburg setzt das erste Ausrufezeichen in dieser Partie. Der Gastgeber sehr wach und motiviert und mit cleverem Spiel gegen den Ball. Engelhardt öffnet das Spiel, nimmt Weishaupt mit. Starke Flanke, Kammerbauer, Kehl, 1-0 Freiburg. 5. Spielminute, die frühe Führung für den Sport. Wunderbarer Angriff über die linke Seite, glänzend aufgelegt von Kammerbauer. Kehl toucht der Ball nur leicht, aber entscheidend über die Stange. Und Freiburg macht so weiter. Bleibt hungrig, macht das Spiel immer wieder breit. Wieder wird Sique gesucht. Sique und seine Flanke wird lang. Glück für Köln und Keeper Börtner. Nächste gute Möglichkeit für den SC, auch wenn Sique hier natürlich flanken und nicht aufs Tor schießen wollte. Nichts zu sehen von Viktoria Köln. Freiburg beherrscht das Spiel, auch das Umschaltspiel. One-Touch-Fußball im Mittelfeld, dann der öffnende Pass auf den Flügel. Das ist alles einstudiert. Engelhardt und wieder rettet für Köln das Aluminium. Knappe halbe Stunde vorbei. Eckball für Freiburg. Unsicherheiten bei den Gästen in der Box. Der Sportclub bleibt im Ballbesitz. Da kommt Taurianen. Sildilja. Und das ist Kehl. Riesenmöglichkeit für den SC hier auf 2-0 zu erhöhen. Nur noch wenige Minuten in der ersten Halbzeit zu spielen. Viktoria Köln wird mutiger. Der erste nennenswerte Angriff der Gäste. Philipp. Nicht schlecht gedacht, aber es bleibt bei der knappen, aber verdienten 1-0-Führung für Gastgeber Freiburg. Die zweite Halbzeit. 8 Minuten sind gespielt, dann diese Situation. Heister im Duell mit Taurianen. Handspiel entscheidet Schiedsrichter Tom Bayer und zeigt auf den Punkt. Diskussionen zwecklos, aber für mich sind sie gerechtfertigt. Denn Heister stößt Taurianen nach vorne, um das Gleichgewicht zu halten. Gehen dann die Arme des Finnen nach hinten. Für mich Foulspiel und kein Handelfmeter. Simon Handle nutzt seine Chance. Der 1:1-Ausgleich in der 54. Minute. Thomas Stamm hadert noch mit der Entscheidung des Schiedsrichters. Aber der SC Freiburg berappelt sich schnell und macht wieder Druck über die Flügel. Philipp Treu, Kehrer und Vermey. Gute Möglichkeit für den Sportclub. Vermey zur Halbzeit gekommen, scheitert am Börtner. Minuten vorbei. Die nächste Ecke für den SC. Und Handspiel fordern jetzt die Freiburger. Die Spieler deuten es an und natürlich sind die Fans auch auf der Seite der Freiburger. Aber wir schauen in die Zeitlupe und hier ist es schwer zu erkennen. Der Arm von Kölns Kleefisch ist oben, aber nicht zu erkennen, ob der Ball diesen auch berührt. Es scheint aber, dass Kleefisch ihn auf jeden Fall ins Gesicht bekommen hat und deshalb auch kurz behandelt werden muss. Der Sportclub auch in der zweiten Halbzeit das bessere Team, doch es fehlt die Kaltschnäuzigkeit. Vermey, super Chance für Freiburg, 10 Minuten vor dem Ende. Butterweiches Zuspiel von Treu. Vermey macht dann fast alles richtig, letztlich fehlen nur ein paar Zentimeter. Am Ende bleibt es beim 1:1 ein schmeichelhaftes Ergebnis für Viktoria Köln, aber Freiburg vergab einfach zu viele Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden.